Liebe Freunde der Nacht, es ist dunkel draußen und ich sage, wir machen uns auf zur Rettungskapsel 19, 300 Meter. Wir haben das Seemottenmodul angedockt. Leider konnte ich in der Wohnung noch nicht so viel machen, weil wir keinen großen Raum haben. Dadurch sind wir sehr eingeschränkt, weil ich nirgendwo ein Bett hinstellen kann. Das heißt, den müssen wir vorher erst finden, bevor ich meinen großen Einrichtungswahn planen kann. Irgendwie ist mein Messer weg. Warte mal. Mein Messer weggeworfen? Okay, irgendwas ist in meinem Spiel verbuggt, deswegen habe ich jetzt kein Messer mehr, deswegen mache ich mir mal ein neues. I don't know why. Das ist richtig merkwürdig. Das ist schon mal passiert. Da musste ich mir auch schon mal alles neu craften. Ich weiß nicht, was da los ist oder was da, ich weiß nicht, falsch gelaufen ist, aber irgendwie hasst mich das Spiel und ich mache mal statt der blöden Schubkanone den Laserschnell. Ich glaube, die Schubkanone brauche ich tatsächlich auch einfach nicht. Seien wir ehrlich, ich glaube, die lasse ich hier. Oder? Komm, die lasse ich hier. Okay, ich sag, wir trinken noch einen Schluck und Essen ist noch voll. Ich habe das Modul angedockt. Nachts sieht es wunderschön aus. Man muss es einfach mal sagen. Es sieht wunderschön aus. Guckt euch das mal an. Guckt euch diese Farbenvielfalt an. Wie prächtig, wie die Fische leuchten. Welcome aboard, Captain. Ich sage, bis wir da sind, ist es bestimmt wieder Tag. Das heißt, wir können jetzt einen kleinen Nachtausflug machen. Durch den grünen Bereich. Der hat mir früher mehr Angst gemacht. Jetzt macht er mir weniger Angst, weil ich den Aurora-Bereich kenne. Das heißt, alles gut. Oh, wartet mal. Hier können wir doch mal abspringen. Und sagen, hey, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt haben? Einen Lasercutter. Oh, wartet. Wir haben auch den anderen Helm. Das heißt, wir können... Cuttest du? Ja, der cuttet. Das heißt, wir können unsere Sauerstoffeffizienz verbessern mit dem anderen Helm. Was ja eigentlich ganz nice ist. Ich bin mir nicht sicher, wieso der so lange braucht. 28%, wieso sind wir stuck auf 28%? 33%, es geht weiter, 39, 40, uiuiui, jetzt machst du aber Sprünge. 46, 61, uiuiui, guck mal. Vorher wirkte er so, als weiß er nicht, was er tut. Als ob er einfach nur eine Stelle lasert. Okay, going in. Wir haben ein Batterie-Ladestation-Fragment, das scannen wir aber mal sowas von. Eine Batterie-Ladestation klingt genau wie was, was wir brauchen. Was haben wir noch? Können wir das scannen? Aber wir können uns durch noch nicht. Was ist hier irgendwas? Wir haben noch genug Sauerstoff, right? Wir scannen uns durch noch eine Tür. Ich hoffe, dass das reicht von der Zeit. Das da draußen ist übrigens nur ein Sandteil. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, warum hier die ganzen gruseligen Geräusche kommen. Keine Sorge, wir werden nicht sterben. Bevor ich hier reingehe, je nachdem wie groß das Ding noch ist, würde ich vielleicht sogar kurz mal an die Oberfläche wollen. Datenbox öffnen. Okay, wisst ihr was? Wir riskieren es nicht. Wir sind keine Idioten. Wir sind keine Idioten. Wir haben auch keinen Seegleiter mehr. Der ist auch verloren gegangen. Das ist super nervig. Ständig geht mein ganzes Equipment verloren. Also, for real. Das ist... ich weiß nicht, was da verbuggt ist. Aber mein Messer und mein Seegleiter habe ich schon mittlerweile vor den Aufnahmen schon so oft neu bauen müssen. Das ist nicht mehr feierlich. Also... Oh, warte, der Seegleiter ist noch hier. Vergesst, was ich gerade gesagt habe, ne? Vergesst es einfach. Voila! Aber, also, jetzt trotzdem ungelogen. Der war schon öfter weg. Das ist wirklich so. Das ist keine Lüge. Okay, ich lüge nicht. Der war wirklich schon mal weg. Ich komme mit dem Seegleiter hier nicht rein, Junge. Dieser blöde Sandteil. Ganz ehrlich, die machen hier aber auch nichts als Ärger, machen die. Ich greife dich gleich an, du Freund. Okay, wir sind drin. Wir sind wieder in. Weil den zweiten Raum habe ich noch nicht ganz erkundet. Hier ist ein Laserschneider-Fragment. Okay.
Wieso finde ich ein Laserschneiderfragment in einem Raum, wo ich wirklich nur und wirklich ausschließlich mit Laserschneider reinkomme? Hm? Könnt ihr mir das sagen? Und ein Schubkanonenfragment. Eieieiei. Deswegen habe ich... Hier, guck mal, noch einer. Das ist doch Quatsch. Also, das ist doch Quark. Das Batterieladestationfragment. Okay, da rechts sehe ich schon wieder einen. Also, das ist... Wir haben jetzt eine Batterieladestation. Aber das ist das... Da rechts daneben liegt noch eins. Sie sind alle hier gespawnt. Junge, vier Stück. Vier Stück. Das ist der Hai. Der Hai macht einfach nur... Guck mal, der macht... Der macht hier Krawall. Der macht hier Krawall. Oh Gott, was sind das denn für Fische? Hallo? Weißer Fisch? Ist das so eine Art Piranha-Geschichte? Aber das ist... Vier Stück! Vier Fragmente finde ich da. Warte mal, hier unten ist was ich vielleicht will. Ein Bioreaktor-Fragment nämlich. Den Bioreaktor habe ich auch schon. Mist. Ja, das ist ärgerlich. Da machst du nichts. Naja, wir steigen wieder ein. Ich höre auf, die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch zu scannen, von dem ich weiß, dass wir ihn schon haben. Wir machen uns weiter auf in die Richtung von Keen, die uns angezeigt wird als da hinten. Was offensichtlich die Richtung war, in die ich gerade losgeschwommen bin. Ich schwimme verlässlich immer in die falsche Richtung. Wollte ich nur mal anmerken. Das sieht cool aus. Aber da müssen wir nicht hin. Wir müssen zu Keen. Aber okay. Also das mit den Laserschneiderfragmenten, das macht mich... Das ist nicht Keen. Wo ist denn Keen? Warte, das ist die falsche Station. Da ist Keen. Das ist Keen. Das ist wirklich jetzt die richtige Richtung. Versprochen, okay? Wir sind unterwegs in die richtige Richtung. I swear. Unsere Seemotte hat tatsächlich nur noch 44% Strom. Das heißt, wir müssen bald mal eine neue Powerzelle craften, schätze ich mal. Außer man kann die auch an der Batterieladestation. Ich freue mich, dass wir eine Batterieladestation haben, okay? Ich freue mich sehr. Das ist eine coole Sache. Okay, wir sind hier hinten. Hier wird es dann auch wieder ein bisschen dürftiger von der Flora und Fauna. Hier sind mehr Steine. Und das ist alles ein bisschen creepy. Außerdem sehe ich nicht gut, weil hier überall dieses Diesige ist. Aber wie ich gesagt habe, wie ich korrekt predicten konnte, ist es nun schon wieder Tag. Wusste ich. Ich hätte übrigens auch einfach in die Seemotte gehen können zum Atmen hier. Das habe ich mir ziemlich sicher schon mal angeguckt, weil ich ja schon mal Richtung Keen geschwommen bin. Das heißt, wir schwimmen jetzt hier weiter. Warte, konnte ich da rein? Das muss ich mir jetzt einmal kurz angucken, ob das wieder so ein Ding ist, wo du mit Laserschneider rein kannst. Nein, ist es nicht, aber hier spotte ich was. Und zwar ein Wärmekraftwerk-Fragment. Das haben wir, glaube ich, nämlich noch nicht. Jetzt haben wir es. Ein neuer Blueprint. Für uns. Was ist denn das? Noch ein Wärmekraftwerk. Und ein Krebs-Torpedo-Arm. Hell yeah. Und ein Kommunikator? Den können wir aber nicht. Wir haben ein Tauchdock-Fragment. Okay, hey, wir haben jetzt ein Tauchdock. Cool. Coolio, coolio, coolio. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles? Blut. Hier ist auch noch friedlich. Noch mehr Krebs-Torpedo-Anfragment. Wir bauen uns bald die Krebs übrigens. Keine Sorge. Keine Sorge. Da bin ich dran an was. Aber ich wollte erstmal in die Rettungskapsel von Keen, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt schon ein Weilchen, dass wir es nicht gemacht haben. Oh, wait, hier kann man auch einfach reinschwimmen. Wetten, das ging bei dem anderen auch. No signal. Das ging einfach safe bei dem anderen auch. Und wir haben es nicht gemacht. Das ist nur die Kiste. Hier ist sonst nichts. Energie? Zellen-Ladestation-Fragment. Okay, Energiezellen-Ladestation ist ein extra Ding. Modifizierungsstation-Fragment. Boy! Wir sind on fire. Muss ich da runter für Keen? Das werden wir gleich sehen. Es ist hier eine echte Goldgrube. Ich glaube, hier war ich nämlich noch nicht. Das kann ich euch sagen. Mit Gewissheit. Wo ist meine Seematte? Wo ist meine Seematte? Wo ist meine Seematte? Boy! Da. Wenn man in der Situation ist, dass man keinen Sauerstoff mehr hat, ist es oft so, dass man sich denkt, ah, wo ist meine Seematte? Und dann nicht weiß, wo seine Seematte ist. Dann stirbt man. Ein Sauerstoffproblem. Das ist wie in dieser, in vorletzter Folge, als ich erstickt bin. Aber auch hier ist ein Laserschein natürlich. Wusste ich's noch. Als ich in vorletzter Folge erstickt bin. Aber ich habe noch kurz einen Ausgang gesehen, kurz bevor es losging. Und ich hätte einfach hochschwimmen können. Aber ich habe gepanickt und dann habe ich den Ausgang nicht mehr gefunden. Dann habe ich erstickt. Er war einfach weg. Das ist ganz verrückt. Wir sind die Looter Nummer 1. Wir looten alles, was es gibt. Eine Zyklop-Feuerlöschanlage. Leute, Mikroskop nicht funktionsfähig. Das habe ich noch nicht ein. Warum sollte ich? Energiezellen, Ladestation, Fragment Nummer 2. Damit haben wir eine Energiezellen-Ladestation. Hell yeah. Und ein Nährstoffblock auch noch. Gibt's doch nicht. Probenanalyse nicht funktionsfähig. Das brauche ich nicht. Das brauche ich ja mal gar nicht. Kann ich hier hinter?
Kann ich hier gucken? Okay, was ist? Ist hier was für ein Bildschirm zu sein? Wo komme ich denn jetzt raus? Hier kommt raus. Geht's hier noch weiter? Soll ich das reparieren? Kann ich das reparieren? Soll ich hier einen kleinen Probenbehälter einsammeln? Komm, den nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir den mal mit. Den können wir in unser Regal tun. Dann sieht's aus, als wären wir ein Wissenschaftler. Und ansonsten gucken wir hier einmal noch, ob es hier irgendwelche verdächtigen Fragmente gibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Es gibt hier auch tatsächlich gar keine Laserschneiderfragmente hinter der mit Laserschneider aufgeschnittenen Tür ausnahmsweise. Das ist ganz untypisch. Warte mal, hier können wir auch rein. Aber hier ist nichts. Hier hinten ist nichts. Okay. Dann genug mit dem Quatsch. Suchen wir wieder die Richtung, in die wir müssen. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Sicher sein können. Ja, unten. Auf geht's. Wir können jetzt auf 300 Meter tief tauchen. Das heißt, es ist gar kein Problem mehr. Ups, wir sind da. Yay. Oh, da sehe ich auch schon einen guten Stein. Oh yeah. Give me that. Silber. Okay. Was haben wir jetzt? Datenbox. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. That's what I'm talking about. Das ist fantastisch. Und ein PDA. Logischerweise, weil irgendwas muss ja aus der Kapsel zurückbleiben. Und da ist noch ein PDA. Oh, warte, was? Achso, wir haben jetzt die Signalposition von irgendwas. Wir sind schief, Leute, wir sind schief. Die Kapsel ist schief. Habe ich erkannt. Was ist das? Was bist du? Lithium! Okay, das haben wir. Ich glaube, mehr sehe ich tatsächlich gerade nicht. Ich würde mal gucken, ob es hier was Cooles gibt. Ich nehme davon, von dem Augenstängel, nehme ich mir mal 1-2 Proben mit. Sieht ja cool aus, ne? Kann man ja nichts sagen. Vielleicht brauchen wir den Augenstängel ja für irgendwas. Was ist das denn? Was bist du denn? Ein Rubin? Ja, danke. Diamant? Okay. Das war's. Die gibt's hier unten. Jetzt habe ich keine Lust mehr zu looten. Okay, mir reicht's. Genug gelootet. Wer braucht schon Rubin, hä? Überbewertet. Komplett überbewertet. Blöde Mistkrabbler, die sich einfach an mich ransaugen. Pff, Sauerei. Gefällt mir gar nicht. Mann. Doofe Viecher. Mann. Okay. Aber kein Stress. Wir sind mit einer guten Anzahl an Rubinen hier rausgegangen. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das da unten ist. Aber wir finden es heraus. Ein Energiezellen-Ladestationsfragment. Das haben wir doch schon. Krebs-Torpedoarm. Haben wir, glaube ich, auch schon. Was ist denn hier drin? Nüschte. Hier ist auch nichts. Hier ist mir zu dunkel. Ich will zurück. Ey, lass mich einsteigen. Oh, da war ich gerade aber kurz gestresst. Okay, hier ist nämlich nichts mehr, okay? Ich habe jetzt alles mir angeguckt, was es hier unten zu sehen gibt. Hier ist noch was. Warum ist denn... Was ist denn das? Hoppala. Das sieht aus wie so eine Art... In so einem Aquarium. So ein Wasserwechsler. Team? Fische, könnt ihr mal aufhören, gegen meine Seemotte zu schwimmen? Sag mal. Das ist ja nervig. Ich glaube, ich nehme noch... Ich habe ein Gefühl, dass diese Gelsäcke mir was bringen. Oh, hier sind noch mehr Rubine. Okay, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich weiß, dass wenn ich Gelsäcke und Rubine brauche, dass ich hier mit hin muss, okay? Ich weiß es. Aber mein Inventarplatz ist leider voll gefüllt. Kam ich jetzt hierher? Ich glaube, das ist das, wo ich davor war. Das heißt... Ja, genau, hier war ich schon. Okay, gut, dann haben wir das jetzt gefunden. Bevor wir jetzt irgendwelche Quatschsachen machen, denke ich mir, die beste Möglichkeit ist es... Aurora-Treffpunkt trockenes Land. Wait a sec.
Aufzeichnung des zweiten Offiziers Keen an die gesamte Besatzung. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie gegen meine Befehle dem automatischen Notsignal gefolgt, das vom Bordcomputer dieser Rettungskapsel gesendet wird. Ich war gezwungen auszusteigen. Ihre Befehle sind, meine Sicherheit zu ignorieren und zu versuchen, die übermittelten Treffpunktkoordinaten auf der nächsten Landmasse zu erreichen. Ich hoffe, Sie alle dort zu treffen. Alles klar, das heißt, Keenie Boy trifft uns an Land. Keen scheint tatsächlich überlebt zu haben, so wie es aussieht. Das heißt, wir können uns entweder erst auf zur Kapsel oder auf zum Land machen. Ich glaube... Huch, Nanu, was ist das denn für ein Schwebeding? Das ist ja crazy. Oh, warte mal, das ist schon... Das ist tatsächlich schon das Land. Okay, dann sind wir erst an Land. Oh, das sieht cool aus. Okay, wir sind unwissentlich zu der Insel geschwommen. Ich weiß, ich mache das immer. Ich weiß, ich strande immer mit der Seemotte an Land. Und ich weiß, euch gefällt das nicht. Es tut mir leid. Okay, da ist die Aurora, ja? Da hinten war die andere Insel, glaube ich. Habe ich gerade kurz gesehen. Mehrere Energiesignaturen auf der Inseloberfläche. Okay, wir sind jetzt hier wieder Krebslies, oder wie? Okay. Leute, wir sind jetzt auf der Insel. Die Insel sieht sehr schön aus. Unser Inventar ist leider prall gefüllt. Das ist übelst unpraktisch. Ich wünschte, das wäre nicht so, weil wir wollen ja auch noch irgendwie was mitnehmen von der Insel, oder nicht? Wir hätten einfach mal nach Hause gehen sollen. Bevor... Guck mal, vielleicht will ich einen gefleckten Klapper, weil mein Inventar ist voll. Oh, die Insel sieht so schön aus. Und da hinten ist noch eine Rettungskapsel. Okay, Leute. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir... Oh, hier ist noch ein Landeplatz. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fahren jetzt in unsere Basisstation, ja? Gar kein Problem. Wir fahren einfach zurück. Dann fahren wir wieder zu dieser Insel. Falls wir vorher irgendwo anders vorbei... Wie bin ich denn da untergekommen? Jetzt bin ich hier oben. Ja, okay, dann bleiben wir auf der Insel. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Wir kommen später nochmal auf die Insel, um zu looten. Aber heute erkunden wir. Aber ich habe Angst, dass ich hier sterbe und dann alle meine Sachen verliere. Und dann... Nein, lass mich. Und dann keine Diamanten und Rubine hab. Das heißt, wir fahren jetzt doch zurück. Okay? Klingt nach einem Plan. Wir wissen jetzt, dass es diese Insel gibt. Wir werden auf diese Insel... Ich bin gestrandet. Nachricht abspielen! Automatische Nachricht mit hoher Priorität von Aurora Rettungskapsel 13. Das ist, glaube ich, die uns jetzt angezeigt wurde. Yoki-Kasa, ich sage Kasa, warum muss ich das überhaupt aufzeichnen? Okay, die Rettungskapsel hat einen hochrangigen Passagier. Der ist irgendwie Fame oder sowas. Alles klar. Wisst ihr was? Wir machen einen neuen Spind. Wir machen das jetzt ordentlich, ja? Wir sind hier... Wir machen jetzt einen neuen Spind für Wertvolles. Wir machen... Ich glaube, der kleine Probenbehälter ist nichts Wertvolles. Seien wir ehrlich für eine Sekunde. Dann können wir von da ins Tauchdock. Ist das korrekt? Oder ist das korrekt? Wir brauchen zwei Titan, also 6 sind wir, 6 Titan. Und das sind 8 Titan, Schmierstoff und 2 Blei. Alles klar. Naja,
Ich mache das jetzt fertig bis nächste Folge. Dann kann ich euch das alles schick zeigen. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar. Und falls ihr die letzten Folgen noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch hier natürlich nochmal die Playlist. So wie immer, damit ihr alles hintereinander weggucken könnt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!